Hallo zusammen, wie geht's euch? Danke, freut mich. Heute arbeiten wir am Thema Ferien weiter. Antwortet bitte, wo kann man die Ferien verbringen? Welche Orte gibt es dafür? Ja, genau. Noch mehr Ferienorte lernen wir jetzt kennen. Dazu schlagt bitte eure Schülerbücher auf Seite 17 auf. Findet Aufgabe 1.a. Hört, lest und merkt euch die Ferienorte. Der Bauernhof, das Ferienlager, der Fluss, der Reiterhof, das Zeltlager, die Insel, der Wald, der See, die See, das Meer. Sprecht mir nach. Der Bauernhof. Das Ferienlager. Der Fluss. Der Reiterhof. Das Zeltlager. Die Insel. Der Wald. Der See. Die See, das Meer. Jetzt stoppt das Video und lest die Ferienorte selbstständig. Es geht zur nächsten Aufgabe. Hört und wählt die Ferienorte der Kinder aus. Tina, ich war bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof. Es war super. Der Bauernhof ist mein Lieblingsferienort. Ina, und ich war in einem Ferienlager. Meine Freundin und ich, wir fahren jedes Jahr ins Ferienlager. Es ist da nie langweilig. Am Abend machen wir immer ein Lagerfeuer. Meine Ferien waren gut. Daniel, ich war in den Bergen, wandern, auf die Berge klettern. Es war dort nie langweilig. Sonja, und ich war am Schwarzen Meer. Das Wasser war warm. Es war klasse. Die Ferien am Meer sind super. Lena, und ich war in einem kleinen Badesee in einem Zeltlager. Es war auch toll. Das ist mein Lieblingsferienort. Martin, ich war auf der Insel Sylt an der Nordsee. Meine Ferien waren sehr gut. Das Wasser war warm. Ich fahre jedes Jahr mit den Eltern auf diese Insel. Da wohnen meine Großeltern. Überprüft euch. Dazu findet bitte Punkt C. Stoppt das Video und ergänzt die Lieblingsferienorte der Kinder. Vergleicht die Antworten. Tinas Lieblingsferienort ist der Bauernhof. Inas Lieblingsferienort ist das Ferienlager. Daniels Lieblingsferienort sind die Berge. Sonjas Lieblingsferienort ist das Schwarze Meer.
Lenas Lieblingsferienort ist das Zeltlager an einem kleinen Badesee. Martins Lieblingsferienort ist die Insel Sylt. Gut gemacht. Antwortet. Waren die Kinder in den Ferien? Oder waren sie schon in den Ferien? Ja, sie waren. Итак, глагол sein, быть, в прошедшем времени, например, когда мы говорим вчера, на летних каникулах, имеет следующие формы. Ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie, sie waren. Und jetzt machen wir Punkt E. Wo waren die Kinder in den Ferien? Ich stelle die Fragen und ihr antwortet. Wo war Sonja in den Ferien? Genau, sie war am Schwarzen Meer. Wo war Lena? Ja. Sie war in einem Zeltlager. Wo war Tina? Sie war auf dem Bauernhof. Wo war Martin? Martin war auf der Insel Sylt an der Nordsee. Wo war Daniel? Daniel war in den Bergen. Wo war Ina? Sie war in einem Ferienlager. Gut gemacht. Kinder, und was sind eure Lieblingsferienorte? Wo wart ihr schon? Zum Beispiel, ich war auch bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof. Dort sind viele Tiere. Man kann sie füttern und streicheln. Der Bauernhof ist mein Lieblingsferienort. Danke für eure Antworten. So, das war's für heute. Mehr dazu in der nächsten Stunde.